Das hier, das ist der wohl einsamste LKW in ganz Hessen. Vielleicht sogar auf der ganzen Welt. Nennen wir ihn Hubi. Seit rund 12 Wochen steht Hubi hier auf der Salzbachtalbrücke. Mutterseelen allein, zum Nichtstun verdammt. Ursprünglich kommt Hubi aus Eichenzell im Landkreis Fulda. Sein Besitzer hat den Spezial-LKW schmerzlich vermisst. Ja, er hat uns natürlich schon dahingehend gefehlt, weil es unser neuestes Gerät war. Da ist es schon dann mit ein bisschen Herzschmerz verbunden, wenn das neueste Gerät in so eine missliche Situation kommt und man dann erst hört, ja, es ist gut möglich, dass das Gerät mit der Brücke gesprengt wird. Da zuckt man schon zusammen. In stundenlanger Vorbereitung wurde die Brücke nun etwas stabilisiert und der einsamste LKW Hessens kann geborgen werden. Ganz langsam hebt ein rund 40 Meter hoher Rettungskran Hubi hinunter mit einem Teleskoparm. Sowas hat der mutige gelbe Laster aus Fulda auch noch nicht erlebt. Fahrzeug am Boden. Vielen Dank für den Einsatz, hat super geklappt. Dankeschön. Endlich kann Hubi die Heimfahrt in den Kreis Fulda antreten, zurück nach Hause. Sie sehen breites Grinsen auf dem Gesicht. Ich freue mich sehr, dass alles gut geklappt hat. Bin doch erleichtert, wenn man dann das Gerät da so in der Luft schweben sieht, dann pocht das Herz doch noch mal ein bisschen mehr. Herzpochen beim Chef, kein Wunder. Immerhin hat Hubi mal rund 700.000 Euro gekostet. Aber Ende gut, alles gut für Hubi, den ehemals einsamsten LKW Hessens oder vielleicht der ganzen Welt.